Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier bei LeoCraft. Ich bin wieder in meiner Stadtwelt, in einer roten Wüste. Und ab heute steht euch auch diese Welt zum Download zur Verfügung. Ihr könnt das erkunden, was ich euch auch gezeigt habe. Außerdem gibt es einen Flughafen hier. Und auch noch ein weiteres Spiel, das ich euch noch zeigen möchte. Verstecken wir dann den ganzen Inhalt meiner Enderkiste. Gut, hier regnet. Das ist der Nachteil an normalen Biomen, die keine Wüstenbiomen sind. So, das ist das zweite Dorf. Meine Maus ist gerade ein bisschen. Hier übrigens von da bis hier vorne in die Wüste ist der kleinste Unterschied in der nicht Regen und Schnee. Also da, wo es überhaupt nicht mal regnet und da, wo es schneit. So, und jetzt nehmen wir gleich an der Kiste. Sie hier in meine Kirche. Denn in dieser Kirche, die hier teilweise unter Wasser schwimmen, mit Eisen ist, da tun wir jetzt Inhalt der Enderkiste verstecken. Beziehungsweise wir verstecken eine Kiste, die wir mit dem Inhalt meiner Enderkiste gefüllt haben. Und zwar kommt die Kiste hier hin. Na, das ist keine gute Idee. Na, dann kommt sie eben hier hin. Das ist eine gute Idee, dass sie hier hinkommt. So, ich brauche jetzt eine normale Kiste. Und eine Endertruhe. So, da kommt schon mal die normale Truhe hin. Und jetzt kommt die Endertruhe hin. Und ich nehme jetzt mein ganzes Inventar. Und tue es dann in die normale Kiste oben drüber, wenn meine Maus mitmacht. Nein, ich will jetzt nicht mehr Bett gehandeln. Mit dem Metzger handel ich jetzt nicht. Ich möchte. Sag mal, was soll denn das? Also, Truhe hin, Truhe geöffnet. So, jetzt können wir alles reintun. Vielen. Okay, meine Maus spackt heute. Woran liegt das? So. Dieser Befehlsblock hier hat schon Daten drin. Wenn ihr den aktiviert, werdet ihr zu einer bestimmten Sache hin teleportiert. Könnt ihr mal ausprobieren. Ist in der normalen Welt, also nicht im Meta. Und ist auch nichts Besonderes. Beziehungsweise ist halt was Spezielles. So, hier wird zugemacht. Und damit jetzt alle wissen. Ungefähr bei der Position minus 832 und 392 befindet sich diese Kirche. Und da ist diese Kiste drin und der Befehlsblock teleportiert euch zu einer anderen schönen Sache hin. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ihr könnt euch jetzt die Map downloaden. Das war jetzt auch die letzte Folge. Den Rest erkunden wir nicht mehr zusammen. Den könnt ihr alleine erkunden. Und ich sage jetzt zu euch Tschüss, macht's gut. Bis bald. Und noch etwas. Als nächstes gibt es ja nur noch 3 Folgen Redstone Bunker, da kriegt ihr den auch zum Download. Und ich kann die nächsten Wochen leider nicht täglich ein Video verbrechen, leider auch letzte Woche hat es nicht ganz gemacht. Ich muss halt schauen, wie ich hochladen kann, aber ich kann euch auf jeden Fall zwischen 3 und 5 in der Woche werden kommen. Das kann ich euch versprechen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Endgültig. Tschüss. Bis bald.